Herzlich willkommen zu 7 Days to Die. Ich bin Ron, der Survival-Anfänger, und bei mir sind die drei Spezialisten hier. Moment. Und zwar haben wir da den Waldmensch hier. Hallo. Hallo. Dein Zwilling, den Zog. Hiho. Hi ho. Und wo ist der dritte? Der ist weg, da. Da ist Vertigo. Moin. Ach, danke schön, du willst mir einen Drink geben. Ja. Ich bin übrigens kein Spezialist. Und ich weiß zumindest, dass wir in der Alpha 9 sind. Richtig. Alles random generiert um uns drumherum. Das okay. Ist dir besser als ich. Was machen wir? Was machen wir? Schöne wir versuchen zu überleben. Das heißt, Schritt 1, da wir alle noch keinen Spawnpunkt haben, wäre, dass jeder von uns sich einen Schlafsack besorgt. Okay, Kevin wird verfolgt hier. Schritt 2, Zombies kloppen. Genau. Wir greifen mit Schritt 2 vor. So, hier, schlaf gut. Und dann brauchen wir was zum Übernachten. Der nackte Walker. Ja, ich würde mal sagen, ich mache mich dann auf den Weg und sammle so ein bisschen Karton. 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 Krutons, was? Ja. Ihr müsst mir Anweisungen geben. Du brauchst also auch Kartons. Was sind denn Kartons? Ich kann ja für euch Karton sammeln und. Ja, du könntest jetzt genau. Hat denn jeder eine, so eine lustige Handaxt? Nein, ich habe noch keine Handaxt. Wie mache ich die? Herr Waldmensch, du brauchst ein Stöckchen. Hast ein du einen Stock? In dem du einen Busch prügelst. Hier sind jetzt keine. Das ist ein Gras. Wenn du Gras prügelst, kriegst du auch was du brauchst, nämlich Gras. Genau, das ist ein Busch. Gras jetzt oder Gras? Ist egal, du brauchst Tollgras, hohes Gras. Das Gras verarbeitest. Das Gras verarbeitest du jetzt weiter. Gras, da. Wohin? Zu einfach in die Mitte und dann zu. Plant Fibers. Genau. Da kommt übrigens eine nette Dame vorbei, die möchte dich was fragen. Oh. Was ist das? Wo ist die nette Dame? Ach, die dahinter. Ach, die da. Guten Tag. Jo, hallo. Die will dir bestimmt irgendeine Waschmaschine andrehen. Ich blute. Blutet. Hallo, die möchte mit mir shoppen gehen. Die blutet. Die macht mich blutig. So, geheilt. Wenn du das Gras hast, brauchst du noch einen Stein. Hast du einen Stein? Ein Small Rock. Ich hab zwei Steine, zwei Small Rocks. Dann nimm mal einen in die Mitte von deinem Inventar und mach den zu einem Spitzenstein. Okay, hab ich. Und jetzt gehst du hin und packst in die Mitte von deinem Inventar das Stöckchen. Ja. Dann eins hoch, eins rechts, das Plant Fibers. Dann eins runter, eins rechts, den Spitzenstein. Hä? Oder du gehst im Menü auf. Ich hab jetzt eine Torch. Moment. Gut. Das ist falsch angeordnet. Du kannst das aber auch auswählen. Genau, geh mal im Menü auf dieses Werkzeugsymbol, die Wrench da, hier der Schlüssel. Ja. Und dann gibst du oben Stone ein. Und dann schleicht er dir als einziges die Stone Axe vor und dann zeigt er, was du machen musst. Stone Axe. Ah, zwei nach rechts. Ja, diese Box, die du da gesetzt hast, Ron, das ist, ja, was ist das? Ein PvP-Kram, Multiplayer. Das ist jetzt dein Gebiet da drumherum und da kann jetzt kein anderer was machen und so. Ja, ja. Mein Gebiet geht weg. Ach, jetzt kann ich meinen Stein hier nicht setzen, okay. Ja. Das macht aber überhaupt keinen Sinn, dass wir das machen, weil wir keine anderen Leute auf diesen Server lassen. Nee, hier, verteidigen da die Blöcke baut keiner, auch, bitte. Verteidigen die Blöcke nicht auch besser gegen die Zombies? Also ich meine, die machen ja die Blöcke im gesamten Stärke, wenn man da drin in diesem Radius sitzt. Echt? Hilft das nicht auch gegen die Zombies? Das kann natürlich sein. Aber dann müssten wir alle Einzelgebäude bauen, oder? Nee, komm, machen wir was Vernünftiges. So, wie geht's weiter? Ich habe jetzt so eine Axt. Hier, warte mal, die nehme ich mal in die Hand. Ja, dann gehst du am besten zum nächstbesten Baum. Ja. Nicht den, da haut die Ronine schon drauf. Und haust auf den Baum so lange, bis der Baum umkippt. Ui! Die fallen einem nicht mehr auf den Kopf, das haben sie leider ausgebaut. Und dann hast du schon mal ein bisschen Holz, das werden wir nämlich wahrscheinlich brauchen. Okay. Dann war ich ja komplett richtig. Bin ich ja gar nicht so genubig, wie ich dachte. Und dann warten wir noch kurz darauf, dass. Wobei wir könnten eigentlich auch schon uns eine Bleibe suchen. Und nach 7 Tagen stirbt man. Wahrscheinlich stirbst du in der ersten Nacht. Ach so. Du machst uns richtig Mut. Ja, hey, ein bisschen realistisch. Also ich habe schon Sleeping Bag. Placen wir die schon irgendwo? Ich weiß nicht, ob wir die einfach hier im Wald placen wollen oder ob wir direkt irgendwas zum Übernachten suchen. Ja, ist ja erst 10.10 Uhr. Genau. Und wie lange geht eigentlich ein Tag? 25% weniger von 45 Minuten. Wir haben viel Tag. Ich würde sagen 30 Minuten.
Und die Nacht? Die Nacht geht dann 15 Minuten. Okay. Und wollt ihr alle mit zur Straße kommen, dann könnten wir gucken, ob da nicht ein Haus steht. Ich hab da so einen Motor. Ein Waldmensch. Und wo ist der Rest? Ich weiß nicht. Ich crafte uns gerade Schlafsäcke. Hallo? Hier ein bisschen im Wald rum. Da hinten ist die Straße. Genau. Bist du richtig? Denn da? Boah, der Ron läuft wie ein Mädchen. Woran mag das wohl liegen? Super. Straßen sind toll. Also die Laufanimationen sind der Hammer übrigens. Ja. Schimmelbrot. Schimmelbrot ist super. Sag mal, Ron, trainierst du? Richtig. Trainiere Body, Brust, Bauch, alles. Sag mal, hast du Stöckelschuhe an, Ron? Das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Ich sehe meine Beine nicht. Ich sehe meine Beine nicht. Hilfe! So. Zeitung. Da vorne sind Häuser, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Nicht, dass ich diesen Spawn jemals gesehen habe. Noch mehr Schimmelbrot. Echt so raus, wie du läufst. Blau Forest. Ja, die Animationen kommen irgendwann. Hier noch. Fehlt doch jemand. Ja, ich bin noch am Wolle sammeln, am Stoff also, sammeln. Ich habe einen Schlafsack. Das ist weg. Ah, okay. Ich nicht. Du brauchst nur 2 oder 3. Also ich habe jetzt. Ich habe auch einen. 4 Stück. Gut, dann können wir uns ja jetzt treffen. Lasst uns doch noch auf den lieben Vertigo warten. Alles klar. Ich bin auch gar nicht so weit weg. Hast du denn eine Pickaxe, Axt, Hacke? Ja, die crafte ich gerade. Okay. So unterwegs. Jetzt würde ich eigentlich gerne langsam eine Armbrust haben. Auch kaputt. Armbrust, Armbrust. Crossbow. Hey Süße, bist du öfters hier? Ja! Ich hab Steine! Vorsicht! Nee. Ein Hirsch! Ein Hirsch! Hinterher! Bleib stehen! Nee, du bist der Mann, du bist Jäger, ich bin Sammler. So. Hey! Lässt du wohl meinen Baum in Ruhe? Ich wollte dir nur helfen, aber ist okay. Komm, ist dein Revier. Sieht man an dem Baum gar nicht, dass ich den haue? Kann das sein? Naja, er fällt zusammen. Ja, irgendwann fällt er zusammen, aber... Mensch, dauert das wieder. Ist das Taxi so langsam oder was? Ja. Alles wartet auf Kevin. Ich hab Birdnest gefunden. Cool. Shit, ich laufe hier die ganze Zeit um so einen komischen grünen Punkt herum, der sich gar nicht bewegt. Ah! Grüner das Punkt. Ist irgendwie so ein Spawn. Im Wald. Ich habe auch dieses Häuschen da, ne? Das habe ich auch. Was auch immer es sein soll. Das Häuschen ist euer Schlafsack. Du hast eine Armbrust. Ja. Was ist hier? Na, komm mir nicht zu nah, komm mir nicht zu nah. Wo hast du die her? Ich zähle auf deinen sind Kopf. Zwei, er ist einer. Ich fühle mich nicht wohl. Aus meinem Inventar. Hi. Hallo. So, komm, weiter geht's jetzt. Ich würde nach Norden gehen. Stoff, Federn. Da ist Zombie. Wo? Oh. Federn will ich auch. Ah. Wo? Wo? Ach, er meinte mich. Ja. Er geht gebückt. Oh nein. Man bückt sich, wenn man ein Inventar aufmacht, scheinbar oder so. Federn, 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 Federn. Gib mir. War das Aluhol? Nee, Öl. Ich habe 4 Öl gefunden. Das ist gut, damit kannst du die Kettensäge betreiben. Eine was? Kettensäge. Geil. Die Kettensäge krieg ich. Ladies first. Das ist Wasser. Irgendwie glaube ich, wir sind nicht an derselben Stelle, wie wir in dem Vorvideo waren. Ist doch nicht schlimm, lass einfach weiterlaufen. Was ist denn unser Notfallplan, wenn wir jetzt nichts finden? Wenn wir bis 15 Uhr kein Zuhause haben, bauen wir eins. Oh je. Oh. Aber was, also wie ist es bei euch mit Essen? Bei mir ist es schon halb leer fast. Bei mir auch. Also ich habe ein Essen noch vor dem Spawn-Zeug. Das sollte reichen. Jetzt hier lang und die suchen alles, ja? Genau. Ich nehme ganz kurz einen Baum mit, weil ich mache mir jetzt auf jeden Fall auch einen Crossbow. Ach, den kann man sich craften? Ja, richtig. Und das verrät er uns nicht, ja. Da, was braucht man dafür? Du brauchst 9 Stücke. Beim Plant Fiber. Also weiterverarbeitetes Gras und... Das war's, glaube ich, schon.
Aber kann ich aus Holz auch, also Wood, auch Stöcker machen? Genau, du machst erst aus Wood, machst du erst die Balken und danach machst du aus den Balken den Stock. Kann ich auch Pfeile dann craften? Ja. Ui. Brauchst du dann geschärfte Steine, Federn und halt auch Stöcker. Oh, 16 Holzplanken. Stopp, abbrechen! Federn habe ich sogar. Brauch doch keine 32 Holz. Und ich krieg aus jedem Holz 3 Sticks. Wie kann ich das abbrechen? Hilfe! Einfach das, einfach die Sticks aus dem Menü, aus dem Inventar rausnehmen. Okay, jetzt habe ich Sticks. Hm? Wo ist er denn? Nein, ich hab verloren. Fibers, habt ihr gesagt, brauche ich. Seid ihr schon weitergegangen? Ne, ich bin hier irgendwo im Wald. Wo immer diese Straße uns hinführen wird. Zu einer größeren Straße, vermutlich. Ich brauche Federn. Kann doch nicht sein, dass hier keine Vögel wohnen. Ist das hier so, dass Dorfstraßen, sag ich mal, so wie die hier, zu größeren Straßen führen und zu Highways dann letztendlich? Also es gibt richtige Straßen, also nicht so Dings so hier wie da, sondern es gibt auch richtige Straßen so mit Linien in der Mitte und so. Das habe ich schon mal auf dem Bild gesehen, aber was jetzt wohin führt, das musst du wen anders fragen. Da ist ein Schwein! Hier. Haltet es! Was für ein Geräusch? Ich wollte gerade sagen, was klickert hier so? Das hört ihr? Ja. Wenn ich meine Taschenlampe an- und ausmache, hört ihr? Ja. Nervt ein bisschen. Warum ist denn das so laut? Naja. Ich mache jetzt nur noch Morsezeichen, ich rede jetzt nicht mehr. Die lag in einem Baumstumpf. So, jetzt habe ich 9 Plant Fibers und 14 Sticks. Reicht das? Ja. Sollte. Und was mache ich jetzt? Geh ins Menü, auf die Waffenbar. Also da gibt's Crossbow. Genau. Okay, ich habe das schon rausgefunden. Ja, ich bin nämlich schlau. Das ist gar nicht so schwer hier alles. Ach, warum muss ich die Sachen denn dann noch reinlegen? Er weiß doch, dass ich die habe. So. Craft. Ach, da unten steht eine Zeit, okay. Ja, die ist doppelt so schnell als normal, also nicht wundern. Für die Zuschauer, die Server-Settings sind weitestgehend Default, aber wir haben schnelleren Bauen, weil wir keinen Bock haben, so lange zu warten. Und wir haben nicht die Default-Todessache, dass man sein Backpack behält. Nein, wenn wir sterben, dann verlieren wir alles. Was? Ja. Meinst du richtig? Wir sind doch keine Mädchen. Doch. Also, mit Ausnahme. Yeah, jetzt kann ich euch abschießen. Aber diese Federn, ne, davon habe ich voll wenige. Für Pfeile, wo kriegt man denn Federn her, verlässlich? Vogelnest. Verlässlich? Also ist das quasi... Ja. Züchtbar? Ja. Also du bekommst echt viele, manchmal sogar, glaube ich, so an die 20 Stück pro Nest. Brauchst nur ein bisschen Glück. Und kommen da immer neue rein oder ist das dann leer? Auch das haben wir bei den Settings drin. Alle 3 Tage wird der Loot respawned. Nein! Das war daneben. Oh, cool. Okay. Auf der Jagd, das der endet nicht in einem Haus, diese Straße. Wollen wir ins Wasteland? Also könnte dann ein bisschen krass werden, ne? Ja, wegen den blöden Bienen und so. Wo seid ihr denn, Hilfe? Wir sind ein Stück weiter. Wo bist du? Ach, du bist ganz hinten. Geh nicht ins Wasser. Aber da ist ein Hirsch auf dem Wasser. Ich möchte den Hirsch töten. Ach, du siehst den Hirsch auch? Okay, den habe ich gerade da drauf gescheucht. Wo bist du denn dann? Oh, Wasteland sind Zombies. Ach, naja, du kannst ins Wasser gehen, aber wir haben noch keine Schlafsäcke gesetzt und... Ja. Das wäre tödlich. Ich hab's vorhin kennengelernt. Okay. Achso, noch ein Tipp zum Crossbow. Wenn ihr den... Hey Ron. Mich hat ein Hirsch ange... Ah! Hunde! Hunde? Oh. Wo? Hunde! Wo? Auf der Straße. Ach, das brauchst du mir nie sagen. Lebst du noch? Oh, ich hab hier einen Chat an. Nein. Oh, aber shit. Bei mir ist hier kein Hund, der dich angreift. Du bist gerade so. Nein, der Hund war auch nicht mehr, aber die Blutung war zu stark. Ich glaube, ich habe Kevin gefunden. Ich loote dich, ja? Hier. Wenn du alles mitnehmen kannst, gerne. Ja, hab das ein Schwein bekommen. Ja, wie lange wollen wir die Folgen machen? Weil ich bin nach genau 15 Minuten gestorben. Ja, das würde ich mal sagen, ist ein perfekter Moment für den Abmord, oder? Ja. Ja, yeah, wir haben Schwein. Fressen, fressen! Ich durchsuche es. Oh nein. Achso, machen wir jetzt eine Abmod? Ja. Ja. Meinetwegen.
Ja, dann bitte. Soll ich? Möchtest du? Ich hab ein Reh. Ein Hirsch. Hauptsache, ja, irgendjemand macht jetzt eine. Ich mach mal, ne? Ob ich die anderen wiederfinde, werdet ihr in der nächsten Folge erfahren. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch ein Abo da, ein Like da, whatever. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von 7 Days to Die. Ciao. Tschüss. Tschüss.